herzlich willkommen in Osgiliath. Zumindest einen kleinen Teil vom Set, den ich jetzt in den letzten beiden Tagen hier ein bisschen aufgebaut habe. Vielleicht der ein oder andere erkennt vielleicht sogar die Szene, die es darstellen soll. Und zwar ist das hier, wo ich jetzt ungefähr stehe, sollte Boromir mit der Fahne wehend da stehen. Und da werden wir sicherlich noch einiges dazu bauen. Das wäre, finde ich, ziemlich witzig. Wir haben eben diese Szene hier jetzt bereits und die andere. Könnt ihr euch sicherlich daran erinnern, als Faramir mit seiner Kavallerie hier anstürmt. Das ist nur eine Testwelt, keine Panik. Und Pippin im Hintergrund dieses geile Lied singt. Das sind dann ja die Orks, die sich so aus den Ruinen langsam erheben. Und das wäre dann ungefähr hier so diese Einstellung. Das heißt, ich habe hier da auch so Dinge gebaut, wo dann ihr als Orks so langsam nach oben kommen könnt, die Bögen spannen. Und genauso auch hier so eine Kleinigkeit. Dann haben wir hier jede Menge Orte, wo sie dann draufstehen können. Und ich glaube, das wird ziemlich witzig, also ich kann mir das recht gut vorstellen. Ich habe das jetzt doch alles hier im Gondor-Brick gebaut. Eigentlich wollte ich das im normalen grauen Stein machen, einfach damit es ein bisschen mehr nach Ruine aussieht. Aber ich finde das eigentlich doch wahnsinnig schön hier mit diesen weißen Steinen. Eine kleine weiße Stadt. Ihr seid natürlich jederzeit herzlich dazu eingeladen, eure Ruinenteile hier mit in die Welt zu bringen. Und das werden wir dann, wenn das so steht, ziemlich toll zusammenbasteln. So, jetzt wechseln wir aber zurück zum normalen Let's Play. Damit erstmal wieder ein herzliches Willkommen hier zurück in Gernodon. So, schön wieder hier zu sein. So, ich möchte nur kurz, bevor wir jetzt richtig loslegen, nochmal schnell eine Vogelscheuche aufbauen. Ich habe das jetzt nochmal nachgelegt. Ich glaube, ich stelle es sogar zwei auf. Komm, sicher ist sicher. Ich habe jetzt nochmal nachgelesen, wie das genau funktioniert. Ist ja eigentlich ganz einfach. Ich glaube, ich mache hier sogar einen extra Block rein. So, das müsste ja sicher eigentlich reichen. Dann können wir die aufstellen. Dann haben wir zumindest von den Vögeln langsam eine kleine Auszeit. Müssen wir uns dann immer so drum kümmern. So, das letzte Mal haben wir ja eigentlich ein bisschen über das ganze Serverzeug hier gequatscht. Ich bin unheimlich froh, dass es so gut bei euch angekommen ist. Freut mich wirklich sehr. Ich wollte das wirklich auch in Richtung Survival-Dings machen, dass wir da alle gemeinsam spielen können. Und das ist sehr gut bei euch angekommen. Und das freut mich. Das freut mich wirklich sehr. So, jetzt nochmal schnell hier die Vogelscheuchen. Dann könnt ihr jetzt auch mal was lernen, wie man die macht. Und ich wusste es ja auch nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, welchen Bereich die jetzt genau schützen. Aber ich werde mal hier vor allem Pfeifenkraut einfach hier mal eine reinstellen. So, einen solchen Block drauf. Und einen Kürbis. Und dann stellen wir noch sowas dran. Und jetzt haben wir hier eine Vogelscheuche, die jetzt eigentlich funktionieren sollte. Und dann stelle ich hier in der Mitte noch eine rein, glaube ich, hier so da. Weißt, müsste reichen. Oh, das war falsch. So. Und da wollen wir jetzt ein bisschen über den Serverzeug quatschen, wie das Ganze denn aufgebaut ist. Viele haben gefragt, ich will Fürst da werden, ich möchte da König und hier und da. Und ich muss jetzt langsam ein bisschen was ausarbeiten. Natürlich, wer was machen möchte, ist natürlich jedem freigestellt. Aber wie das denn funktioniert, ich möchte das nicht einfach so machen, dass der hier, der König oder Fürst, der als erstes Ja geschrien hat, sondern auch der vielleicht ein bisschen mehr Zeit auf dem Server verbracht hat. Gerade bei Königen und so, sage ich mal, Führungspersönlichkeiten sollten das dann auch Leute sein, die ein bisschen aktiv drauf sind. Das wäre einfach nur schade, wenn die zu Beginn zwei Tage voll motiviert mitmachen und dann flaut das schnell ab. Das wäre ein bisschen schade. Und ich habe mich ein bisschen umgelesen und geguckt, wie das andere Leute so gemacht haben. Ich möchte nur mal kurz hier das Zinn oder sowas. Zinn, da machen wir uns ein paar Becher. Und Holz brauche ich dafür, glaube ich. Ich glaube schon. So, mal kurz schauen. So. Und passt das? Ja, passt. So, dann haben wir einfach ein paar Holzkrüge. Die braucht man dann sowieso überall ein bisschen alles zu verzieren. Und ich möchte jetzt ganz gerne hier mit dem Ale, genau. Da haben wir nämlich eine Quest, die wir abgeben können. Ich bin jetzt nur nicht mehr sicher genau, wie viele wir davon brauchen. Schauen wir nochmal schnell nach. Es geht gleich weiter. Hier, vier Dwarven Ale. Alles klar, das können wir doch machen. So. Also, einmal hier. 2, 3, 4. So. Das müsste eigentlich reichen. Ich glaube, das ist eh der hier, oder? Dieser Nalke Son of Orik oder so irgendwie. Ist der das? Ich kann nicht. Haben wir abgeschlossen? Oh, ich muss schnell das Geld holen. Das habe ich das letzte Mal auch schon verpeilt. So, oh, schön. So, das bringt nämlich gut ein bisschen was an Gesinnung. So, komm, jetzt geh raus. So. Das bringt nämlich gut Gesinnung und die brauchen wir ehrlich gesagt noch. Denn ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele Gesinnungspunkte man benötigt, um Truppen zu rekrutieren.
Also da müssen wir auf jeden Fall noch aufkommen auf diese Punkte. Dann, was wollte ich als nächstes machen? Ich glaube, es geht wieder an den Zauberin. Da freut ihr euch doch. Ich freue mich auch. So. Hier mal schnell ein bisschen Platz im Inventar. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen was eingeräumt, gell? Damit es ihr euch erschreckt, dass hier wieder nur die Hälfte im Inventar ist. Hier habe ich irgendwo Werkzeug. Da schmeißen wir noch das rein. Die nehme ich mit. So, hier kommt, ich schmeiß das jetzt einfach hier rein. So, das müsste schon passen, da werden wir schon genug Platz haben. So, ich habe hier noch irgendwo Saloin mit, glaube ich. Ja, habe ich mit. Sehr schön, dann können wir da langsam loslegen und ein bisschen weitermachen. So, ich habe in der Zwischenzeit, Moment, mal kurz zum Einschalten, eine Art Server-Rule-Dingens zusammengetragen. Das heißt, ganz klar, wenn ihr auf den Server joint, normalerweise gibt es ja auch ein Regel-Nachschlagewerk. Ich habe das jetzt angefangen, ein bisschen zusammenzutragen. Es sind mittlerweile fast 4 Seiten. Das ist ein bisschen viel, denn im Vergleich, glaube ich, wenn ich so die Rohan-Reportage oder Fangorn, das waren jeweils auch 4 Seiten, die ich vorgelesen habe, und da kommt man auf eine Viertelstunde. Das heißt, wenn ich das jetzt einfach nur stumpf vorlese, hat man da eine Menge zu quatschen. Und ich möchte das ja natürlich auch nach und nach ein bisschen dazu quatschen, auch ein bisschen erklären vielleicht. Das ist jetzt keine finale Version, gell? Also wenn da irgendwas ist, was euch nicht gefällt oder wo ihr Verbesserungsvorschläge habt, gerne raus damit. Ich würde nur langsam ganz gerne damit beginnen. Wo waren hier die Leiter? Ich muss doch wieder nach unten. Bin ja nämlich falsch gelaufen. Hallo? Naja, man kann notfalls ja immer noch springen. Dann machen wir das einfach mal so. Wie gesagt, ist keine finale Version. Könnt ihr gerne alle möglichen Vorschläge dazu reinbringen. Ich glaube, das Interessanteste ist jetzt erstmal das mit den Fürsten und Königen für euch. Ich habe mir das ungefähr so gedacht. Ne? Ein Spieler, der auf der Welt joint, kommt natürlich am Anfang gleich bei beim Auenland raus. Und da ist es jetzt so, ich möchte nicht, dass da wild rumgebaut wird, dass da alles, jeder seine eigene Hütte hat, die dann gleich wieder zerstört wird und von anderen auseinandergebaut und so weiter, damit das alles ein bisschen Form hält. Aber ich glaube, ich muss dann beginnen, das Teil hier abzureißen. Komm, das mache ich frisch. Da kann ich auch gut nebenbei quatschen beim weiteren Bauen, muss mich noch ein bisschen konzentrieren auch. So, genau. Das hier muss ich jetzt abtragen, gell? Oder jetzt muss ich noch mal schauen, ob das schon stimmt, denn die Mauer ist hier, das heißt ein Block Leerraum von der Brüstung. Das heißt, hier wäre die Brüstung hier, der hier muss frei sein. Ja, der ist zu weit raus. Ich musste nur mal kurz noch mal kontrollieren, ob das schon alles mit rechten Dingen zugeht. So. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Das sind dann eben neue Spieler, die kommen dann im Auenland raus. Natürlich sehr motiviert, hochmotiviert, wollen Viecher abschlachten, vielleicht der ein oder andere auch Hobbits und wollen natürlich alles looten und mitnehmen und so weiter. Und ich dachte mir am Anfang, ist das natürlich vielleicht ein bisschen blöd, denn ich möchte, dass die Spieler so bald als möglich auch ihre Fraktion dann bereisen und die bespielen, die sie dann auch wählen. Deshalb dachte ich mir, vielleicht ist das irgendwie eine Möglichkeit, dass wenn man auf den Server kommt, dass man direkt automatisch eine Gesinnung von, glaube ich, plus 100 bei den Hobbits kriegt und sich eine bereits bestehende Hobbithöhle sein eigen nennen darf, die man dann intern einfach umbauen kann mit Lagerwerkstätten und so weiter, was man gerade braucht, bis man dann sich munter fühlt aufzubrechen. Das heißt, diese Gesinnungspunkte haben den Grund, dass man dann einfach einen Banner und einen Eisenblock kriegt und sich seine Hütte sozusagen protecten kann. Auch gegen andere Spieler und gegen alles andere ein bisschen. Ne? Dann hat man seine kleine Höhle, die halt eben nur intern ein bisschen umgeändert werden kann. Da kann man dann, wie gesagt, Küche und so weiter. Man kann einbauen, was man möchte. Und wenn man dann sagt, hey, ich möchte eigentlich ja, wie gesagt, die Elben Lothlorien spielen und ich wollte nur ein bisschen Zeug für Proviant, ein Reittier und so weiter, bis ich das alles zusammen habe, kann man da getrost in diesen Höhlen leben. Ich fände das als sich eigentlich nicht blöd, und wenn man dann eben wegzieht, einfach kurz Bescheid sagen, einem Admin oder so, dann wird diese 100 Gesinnung wieder abgezogen und die Banner Protection aufgehoben, dann kann der nächste Spieler da sein, Unwesen treiben und so weiter. Das ist dann eigentlich nur so eine Art erste Basis, ne? Dann wollte ich eigentlich einen weiteren, sagen wir mal, Rang sozusagen einbauen. Das wäre eben der Anfang der Wanderer, der hier eigentlich nur die Welt besucht, sich vielleicht noch nicht wirklich für Fraktionen und so weiter entschieden hat. Das wäre eben der Wanderer. Dann der nächste wäre, glaube ich, der Bürger.
Und der Bürger hat dann eben eine Gesinnung von plus 100 bei der jeweiligen Fraktion, die er gerne spielen möchte. Oder das ist jetzt gar nicht so wild, das ist jetzt einfach nur so, ich mag das, wenn man so Ränge vergeben kann. Ich mag das irgendwie ganz hübsch und ich finde das auch einmal in einem sehr guten Anreiz. Ist hier nicht irgendwo eine Leiter nach oben? Mal schauen. Ganz nach oben, so. Und wenn man dann eben eine Fraktion hat, die man möchte, wie gesagt, hier ist als Beispiel nochmal die Elben, dann wandert man nach Lothlorien. Und in Lothlorien ist der Fürst, keine Ahnung, ich nenne jetzt einfach mal den Markus, der macht da den Fürst in Lothlorien, oder in Bruchtal, oder keine Ahnung, ist der Wurst, ist ja ganz egal wo. Und wenn man sich jetzt in diesem Biom niederlassen möchte, einfach kurz einem Fürst Bescheid geben, damit der sagen kann, ja, okay, passt, hier, diese Stelle ist gut geeignet, da darfst du jetzt drum bauen und los geht's. Dann kannst du eigentlich in diesem Biom bauen, was du willst. Es sollte halt eben, erstens sind ein paar wichtige Regeln hier bei den Gebäuden, die ich vielleicht sogar mal ganz kurz vorlese, wenn ich sind noch nicht komplett, sind einfach nur ein paar Anmerkpunkte. Und zwar ist das als erstes, bevor sich ein Spieler mit dem Bau beginnt, muss er sich eine Genehmigung bei dem jeweiligen Fürsten oder König holen. Dazu reicht ein mündliches Okay ihrerseits über Discord oder eine Erlaubnis im Ingame-Chat. Das liegt einfach daran, nicht, dass ich hier das überkrasse Stasi-Programm hier durchziehen will, sondern es liegt einfach daran, dass ich dann als Admin ganz klar weiß, hey, da ist der Fürst von Isilien meinetwegen und der hat in seiner Region 8 Leute, die da irgendwas bauen. Und ich weiß dann eben, wer die Leute sind, wo sie sich ungefähr niedersiedeln. Ich kann das ein bisschen überprüfen, wenn da irgendwelche Probleme sind, kann man da schneller was zusammentragen und so weiter. So, Gebäude müssen im Stil der jeweiligen Fraktion errichtet werden. Das ist natürlich klar, das soll ja auch ein bisschen Roleplay-Server sein. Das heißt hier vielleicht, wenn man als Gondor-Typ spielt, nicht unbedingt eine Festung aus Angmar-Blöcken oder so weiter, sondern eher sich auf die Blöcke aus der Mod beschränken. Das heißt für Gondor eben die verschiedenen Gondor-Blöcke und so weiter. Natürlich kann man hier und da Details mit einer anderen Farbgebung einbauen, das ist nicht so schlimm. Es sollte halt im Groben an die Vorlage aus den Filmen oder Büchern angelehnt sein für Gondor, Rohan und so weiter. Auch die Elben gibt es ja zahlreiche Vorlagen aus Minecraft und so weiter. Da kann man sich einfach im Internet ein bisschen umgucken. Wenn man sich nicht sicher ist, wie man so in dem Stil baut, einfach kurz ein bisschen fragen. Da kann man können sicherlich Leute ein bisschen helfen. Da kann auch ich gerne ein bisschen helfen, wenn ich es dann kann in diesem Stil. Und einfach damit das ein bisschen auch Roleplay-Lore-freundlich gehalten wird. Ich möchte dann eben, wie gesagt, nicht in Gondor hier irgendwelche Ork-Bits und Trollhorte und so weiter haben, sondern auf Seiten Gondors dann eben die jeweiligen Kasernen oder so eben in Steinbrüche oder so eben in diesem Stil ein bisschen gehalten, mit den weißen Blöcken und so weiter einfach, damit das alles ein bisschen lore-kompatibel bleibt. Während der Bauphase nach Möglichkeit ein Schild mit einem Hinweis darauf hinterlassen, damit es für das Mod-Team einfach ist, lore-unfreundliche Gebäude mit solchen herauszukennen. Das ist ganz einfach so, wenn ich hier zum Beispiel dieses Bollwerk angucke, ist ja einfach nur eine flache Cobblestone-Wand. Ich muss sagen, wenn du halt irgendwie so einen Lore-Server hat, dann sollte das schon auch ein bisschen was nach aussehen. In diesem Fall einfach nur gerade Cobblestone-Wände würde ich jetzt nicht unbedingt gutheißen, aber dann einfach hier ein kleines Schild dran stellen mit in Bauphase, dann ist das alles kein Problem, dann weiß man, das wird noch ein bisschen überarbeitet. Einfach um die Verwaltung ein bisschen einfacher zu halten, sage ich jetzt mal. Es gibt keine Voraussetzungen, was der Spieler bauen muss, es soll aber in jedem Fall zur jeweiligen Fraktion passen. Eben wie gesagt, keine Ork-Ausbildungsstätten in Gondor und so weiter, das glaube ich ist an sich ganz klar. Gebäude sollen, soweit es geht, aus den Blöcken der Region gebaut werden, eben Cobblestone und Holz natürlich immer, kann man überall verwenden, das ist jetzt kein Problem, das haben wir auch schon kurz angesprochen. Neue Gebäude müssen in einem Abstand zum Gebäude anderer Spieler errichtet werden, der mindestens ungefähr 1000 Blöcke beträgt, ohne deren Erlaubnis. Das heißt, wenn ich hier das Bollwerk anbaue, hätte ich das nicht gerne, dass hier zum Beispiel direkt vor mir im Wald unten jemand seine nächste Hütte hinbaut. Man kann das natürlich absprechen, kann ich sagen, hey, hier unten hätte ich noch gerne irgendwie, keine Ahnung, irgendein kleines Tal, wo noch eine Steinbruchfamilie wohnt, da kannst du gerne sich daran machen, ist das kein Problem, aber ohne Erlaubnis einfach ein bisschen den Abstand einhalten. Es muss nicht 1000 Blöcke genau sein, es kommt dann auch immer auf die Beschaffenheit des Geländes an, wenn ich da zum Beispiel hier hinter dem Berg jemand baut und der Berg ist jetzt, keine Ahnung, ist nur 600 Blöcke entfernt, kann man sagen, hey, ist okay, aber einfach kurz Bescheid sagen und so weiter. Dafür sind nämlich die Fürsten auch da, dass sie das ein bisschen überprüfen, wenn ein neuer Spieler hier sagt, hey, hier möchte ich mich niederlassen, dann sollte der Fürst einfach kurz vorbeikommen, schauen in der näheren Umgebung, ob da vielleicht jemand ist, jemand etwas vorreserviert hat, damit da nicht so Streitigkeiten rauskommen. Das wäre unheimlich schade.
Und das ist eben einer der wichtigen Aufträge der Fürsten. Und neue Gebäude müssen Stausblöcke in X Neue Gebäude müssen mindestens 1000 Blöcke in X- und Y-Richtung vom Wegpunkt entfernt sein. Die genaue Entfernung kann aber von einem Admin nach Absprache auch verringert werden. Das hat den Grund, dass jeder Wegpunkt bereist werden kann und somit direkt in deiner Basis Leute spawnen können. Und andererseits, weil an den Wegpunkten durchaus Gebäude eingebaut werden könnten, die für den Verlauf des Updates notwendig sind. So, das hat keiner verstanden. Das heißt, ich habe da ziemlich ein paar grammatische Fehler drin, da ergibt der Satz die halbe Zeit keinen Sinn. So, ich nehme jetzt mal als Beispiel hier Bruchtal. Rivendell. So, natürlich ein sehr schöner Ort, wo sich vielleicht auch der ein oder andere niederlassen möchte, aber gerade den Wegpunkt hier möchte ich mir offen halten, denn ich weiß ja nicht, ich werde auf dem Server auch das LP und alles aufnehmen und gerade solche Strukturen sind natürlich sehr interessant, die auch irgendwann ins Let's Play einzubauen. Moment mal kurz, geht noch ein weiterer Absatz. Sollte sich ein Spieler bereit erklären, an einem vordefinierten Wegpunkt seine Basis zu bauen, so ist er dazu verpflichtet, nach Vorlage aus dem Herr der Ringe-Universum zu bauen. Zum Beispiel beim Edoras-Wegpunkt muss auch Edoras gebaut werden. Das heißt, ihr könnt gerne hier Rivendell als Stützpunkt nehmen für als eure Gebäude und so weiter, aber bei diesen Dingen müsst ihr dann halt auch Bruchtal bauen, wie es in den Filmen ist, oder nach Buchvorlage, das ist nicht so tragisch. Man sollte es als solches erkennen, das sind dann wirklich auch Gebäude, die sehr detailliert gebaut werden sollten, wo wirklich Leute, die dann auch, sag ich mal, die das gerne machen, die sich da Mühe machen, viel Zeit reinzustecken und so weiter. Ansonsten eben, wie gesagt, von diesen Wegpunkten einfach einen kleinen Abstand einhalten und so können eben andere Spieler auch nicht einfach in eure Basis reinspawnen und so weiter. Das ist vielleicht auch nicht ganz das Angenehmste. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie ich hier nach oben komme. Das wäre es eigentlich eh schon zu den Gebäuden gewesen, mal in der ersten Anlaufphase, sage ich mal. So. So, und dann würde ich sagen, geht es weiter mit den Fürsten. Was ist denn jetzt eigentlich ein Fürst und was ist ein König und so weiter? Da habe ich ja bereits erwähnt. Es gibt eben diese Wanderer, einfach die ersten Spieler, die da mit drauf sind. Und dann eben Bürger, sobald sie von einem Fürsten die Erlaubnis haben, in einer Fraktion zu bauen. Es ist halt natürlich auch Voraussetzung, dass wenn man in einer Fraktion baut, dass man dann auch diese Fraktion sozusagen spielt, dass man da nicht zum Beispiel in Gondor niederlässt, aber seine Gesinnungspunkte voll für Isengard nach oben treibt. Das möchte ich nicht. Also das heißt, wenn ihr zum Beispiel in Gondor spielt, dann sollt ihr auch die Gondor-Gesinnung als eure primäre Ding sein. Natürlich spielt man nebenbei noch andere Fraktionen automatisch ein bisschen mit nach oben, das ist kein Problem. Man kann auch zwischen zwei Fraktionen wechseln, es müssen halt eben immer diese Voraussetzungen erfüllt sein. Genauso, dass man zum Beispiel sagt, wenn ich Gondor spiele, kann ich nicht gleichzeitig in Mordor spielen, weil das einfach nicht zusammenpasst mit der Lore, das ist natürlich klar. Natürlich kann man hier und da mal Ausnahmen bilden, es kann natürlich auch sein, dass jemand sagt, hey, ich möchte aber nur in Mordor ein bisschen bauen, weil ich Lust habe, in orkischen Stil zu bauen, dann ist das kein Problem. Dann kann man das vielleicht irgendwie anders regeln, dass man sagt, hey, das machen wir dann mal bei einem Bauevent mit Creative oder so, aber eben der Charakter an sich sollte wirklich lore-freundlich sein. Das liegt daran, dass ich euch nach und nach vielleicht auch gerne mal ins Let's Play einbauen möchte. Und da wäre es dann blöd, wenn man da irgendwelche komischen Beziehungen untereinander hat. Hey, ich bin bei den Waldläufern aufgewachsen, aber ich wurde von den Orks gefangen und habe mich da hochgearbeitet und bin gleichzeitig noch ein Waldläufer und bei den Elben bin ich auch im Hohen Rat drinnen. Damit es einfach ein bisschen realistisch bleibt alles. Und damit man eben nicht alle Eigenschaften von einer Fraktion hier in sich in einer Person vereint. Das wäre natürlich auch nicht so sonderlich spannend. Das ist eben der Bürger, der hat dann eben auch Rechte, dass er sich zum Beispiel Tiere mit züchten darf. Das darf der Bürger noch nicht. Das liegt einfach daran, dass ich nicht hier irgendwelche Riesenlecks durch Massenfarmen haben möchte. Und die Tiere sind eben auch eingeschränkt. Das heißt, ich glaube, der Bürger darf dann, ich habe jetzt einfach mal eine Hausnummer genommen, 10, der Fürst 20 und ein König 30. Eben Tiere halten. Da müssen wir dann noch genau schauen. Es gibt ja auch Dinge, die man braucht, zum Beispiel für Federn oder so, dass man Hühnchen vielleicht noch separat zählt, dass jeder da noch mal 6 haben darf oder sowas. Muss ich noch mal schauen. So, jetzt ist das Tablet wieder ausgegangen. Kein Problem, das machen wir dann alles. Hier geht es noch weiter zu den Charakteren. Wanderer, genau, Spieler gelten als Wanderer, bis sie die Fraktion eine Gesinnung von plus 100 haben. Sie dürfen sich mit Absprache des jeweiligen Fürsten in dessen Herrschaftsgebiet niederlassen. Das haben wir jetzt ja alles besprochen. Und jetzt geht's los mit den Fürsten. Ich möchte nur kurz erstmal hier rüberlaufen, bevor ich vorlese, damit ich dann nebenbei hier das Cobbling ein bisschen nach oben ziehen kann.
Das heißt, das hier ist auch zu viel. Ich muss hier nur schauen, dass ich das jetzt nicht wieder an der falschen Stelle hinbaue. Doch mal an derselben, das wäre ja eigentlich sogar witzig ein bisschen. So, hier, bis hierher geht die Dingens, nicht? Bis hierher geht die Brüstung. Das heißt, hier, die kommt frei, hier kommt der Ding. Sehr gut, passt. Alles klar soweit. So, jetzt muss ich wieder den Weg nach unten finden. Das ist schwieriger, als ich anfangs immer dachte, aber naja. Hier geht's nach unten. So, wir sprechen ja gleich. Wir sprechen gleich drauf los. So, also. Fürsten, jetzt muss ich mir schnell das Cobblestone hier reinlegen, damit ich das auch bereit habe. Die hier, gell? Ja. Haben wir da nur zwei drin, gell? Jo, das passt. So. Also. Spieler müssen, um ein Fürst zu werden, bei der gewählten Fraktion eine Gesinnung von mindestens plus 500 haben. Ich bin am überlegen, ob ich das ein bisschen nach oben treibe noch. Das hat eben den Sinn, dass die Leute, die auch Fürsten in Gondor und so weiter spielen, dass die auch die Gondor-Fraktion wirklich spielen. Das heißt, dass man da hier nicht irgendwie, sage ich mal, jemanden, der alles ein bisschen bereist und so weiter, sondern dass das eher Leute sind, die sich dann wirklich für diese Fraktion entscheiden und auch diese dann wirklich spielen, damit man das macht. Ich habe mich eben, wie gesagt, bei mehreren Servern ein bisschen durch die Regeln gelesen, wie sie das alles gehandelt haben. Es gibt eigentlich bei fast jedem Server diesen Aufbau hier mit den Fürsten und so weiter, die heißen halt überall anders. Und da sind das teilweise auch 1000 und 2000 Gesinnungspunkte. Ich bin mir da noch ein bisschen unschlüssig, wie hoch ich das dann wirklich schraube, müssen wir dann alles noch schauen. Um Fürst zu werden, muss eine Siedlung errichtet werden und von einem Admin oder Moderator als solche bestätigt werden. Das ist auch ein Punkt, der überall ein bisschen vorkommt. Jetzt habe ich mich natürlich hier nach unten weggebuddelt. Was bedeutet das, eine Siedlung? Um Fürst zu werden, braucht man einen Sitz, blöd gesagt. Und dieser Sitz sollte jetzt nicht unbedingt nur ein einzelnes Gebäude sein, dass man sagt, hey, ich habe hier einen coolen Turm gebaut, sondern eine Siedlung sollte schon ein bisschen größer sein. Das sollte so vom Umfang ungefähr vielleicht so etwas wie das Bollwerk hier sein, dass man einfach ein bisschen, nicht von der Größe her, sondern eben wie gesagt vom Umfang, wo man auch verschiedene Gebäude drin hat. Je nachdem, welche Fraktion man spielt, zum Beispiel bei Rohan, würde ich sagen, Stallungen und so weiter sind sehr gut geeignet. Bogenschießplätze, Marktplätze und so weiter, eine Methalle und so weiter. Da kann sich dann jeder ein bisschen was aussuchen. Es sollte halt schon ein bisschen ein etwas größeres Gebäudekomplex sein, sage ich mal. Was genau, wie groß, weiß ich jetzt nicht, wie man das definiert oder ob man das definieren sollte. Und dann kommt dann eben ein Admin daher oder ich oder ein anderer der Moderator und sagt, ja, okay, passt. Gut gemacht, gefällt mir gut, schön gebaut. Auch schön groß genug. Die Siedlung wird jetzt als solche anerkannt und damit hast du ein weiteres Teilanrecht auf den Fürstensitz erworben und herzlichen Glückwunsch dazu. Ob das noch weitere Vorteile mit dieser Siedlung bringt, weiß ich im Moment noch nicht. Ich hatte mir anfangs gedacht, dass wenn man eben eine solche Siedlung hat, die dann eben bestätigt wurde von einem Admin, dass sie gut gebaut ist. Wie gesagt, ich möchte da doch auch ein bisschen ein Augenmerk drauf legen, dass das auch ein bisschen schön gebaut wird, dass man da nicht irgendwelche Erdhäuschen einfach so einen Kackstift in die Luft schweben hat, sondern dass das auch ein bisschen toll aussieht. Müssen jetzt keine mega Minecraft Building Events Gebäude sein, sondern reicht eigentlich im Normalfall, wenn man das halbwegs in Ordnung baut. Und ich hatte mir gedacht, dass man vielleicht eben durch diese Siedlung auch das Recht hat, sich einen eigenen Händler in die Siedlung zu stellen. Das heißt, es wird dann ein Admin einfach einen Händler hier in der Ding spawnen bei sich in der Siedlung und man kann dann dadurch eben auch, je nachdem was der verkauft und so weiter, kann man auch ein bisschen Handel betreiben und so weiter. Das wäre zum Beispiel ein ganz nettes Dingens. So, die Siedlung sollte aus mehreren Gebäuden bestehen, die nach Belieben, zum Beispiel Schmiedestelle und so weiter, das haben wir alles schon besprochen. Die Siedlung muss im Stil der jeweiligen Fraktion gehalten sein, ist natürlich auch klar. Die Siedlungen müssen vom Spieler und eventuell Helfern im Survival gebaut werden und werden nicht durch den Admin oder einen Mod in die Welt kopiert. So, da wurde ich schon mehrfach darauf angesprochen, ob ich zum Beispiel in Gondor eine Stadt spawnen kann, die dann eben als Ausgangsbasis für den Spieler dient. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass das wirklich alles auch von den Spielern selbst gebaut wird. Das ist auch eigentlich der Hauptgrund, warum wir hier eigentlich miteinander Minecraft spielen im Survival. Wenn man das rausnimmt, hat das eigentlich alles recht wenig Sinn. Von daher werde ich da keine Gebäude reingenerieren und keine reinspawnen. Und so leid es mir auch tut, ich werde auch keine Gebäude, die ihr mir zugeschickt habt, als solche für euch freischalten. Das heißt zum Beispiel, jemand hat mir ja Minas Tirith geschickt. Ich bin unheimlich froh darüber. Aber ich werde das nicht als
Stützpunkt für weitere als Stadt oder so weiter verwenden. Das wäre einerseits ein bisschen unfair, weil sich die Leute das im Creative bauen und wenn ich das dann einfach reinkopiere, müssen die eigentlich im Survival dann nichts machen. Das wäre unheimlich schade und das wäre einfach ein riesen Nachteil für alle anderen Spieler und damit das alles ein bisschen fair gehalten wird, muss ich sagen, das wird nicht so als solches toleriert. Deshalb wird auch Minas Tirith, das hier in der Dings ja schon drinnen ist, in dieser Welt auch nicht als Stadt als solche dienen, als Siedlung gelten, sage ich jetzt mal, auch wenn man da noch ein bisschen was selbst überarbeitet und so weiter, das wird leider nicht möglich sein, einfach um es ein bisschen fair zu halten, das wäre sonst nicht unfair. Eben mit Helfern. Natürlich kann man sich sagen, hey, ich möchte natürlich Fürst werden, aber es ist natürlich müssen wir schon ein bisschen was bauen und man spricht sich dann mit zwei, drei Freunden ab, die können gemeinsam auch eine Siedlung bauen, das ist überhaupt kein Problem. Es wird dann eben intern einer als Fürst gewählt, der darf dann seine Aufträge so verteilen, wie er möchte, zum Beispiel einen Kartografen, sage ich mal, der sich um die neuen Spieler kümmert, einen anderen, der sich um was weiß ich was kümmert und dass man sich da ein bisschen aufteilt, da kann man sich dann sicherlich ein bisschen was absprechen. Das überlasse ich ganz euch, da dürft ihr euch austoben, wie ihr wollt, müsst ihr halt nur mit den jeweiligen Leuten so auch als solches absprechen. Ein Fürst darf maximal 20 Truppen befehlen, ich weiß noch nicht genau, wie das ist, ich glaube, wir sind ja eh recht wenig im PvP unterwegs. Was mache ich hier oben eigentlich? Ich wollte eigentlich... Hier rüber, habe ich da die Wand schon? Ja, da habe ich sie. Dann muss ich da... Doch, habe ich schon... Ich dachte gerade, ich habe die jetzt wieder falsch hingebaut. Wir müssen nur mal kurz da rüber springen. Wie das mit den Truppen funktioniert, weiß ich nicht. Weil wir ja, wie gesagt, bin ich nicht so der Riesenfan von PvP-Dingern, dass man da irgendwo plötzlich Leute überfällt und so weiter. Deshalb haben die Truppen vielleicht nicht ganz so viel Sinn, wie man eigentlich denken mag. Aber ich denke mir, gerade als Fürst oder so, ist es auch eine kleine, sage ich mal, Notwendigkeit, eine kleine Truppe zu befehligen. In diesem Fall vielleicht 20 Leute. Oder, dass man sagt, maximal 20, mindestens 15 oder so. Weiß ich jetzt noch nicht genau. Ich muss mal schauen. So, der hier muss frei bleiben. Dann kommt das hier hin, ja. Jo. Das liegt einfach daran, dass es eine kleine Herausforderung ist, man braucht auch ein bisschen Geld und so weiter und die Gesinnungspunkte, damit man diese Truppen auch zusammen hat und so weiter. Das fände ich an sich eigentlich ganz, ganz nett, dass man sagt, hey, das ist ein weiterer Punkt, man braucht eben die Gesinnung, man braucht die Truppen, man braucht die jeweilige Siedlung und ich finde das eigentlich ganz toll. Das ist auch ein bisschen Roleplay-technisch vielleicht ganz, ganz, ganz toll. Fürsten dürfen es Spielern erlauben, in ihrem Fürstentum zu siedeln. Das ist natürlich klar, das ist eigentlich der Hauptgrund. Vor jedem Baubeginn muss ein Fürst oder König kontaktiert werden. Das heißt, der Fürst kann natürlich sagen, hey, ich bin hier in den blauen Bergen, da drüben ist doch jetzt ein Fall, wenn dir das gefällt, hier kannst du dich gerne niederlassen. Sagt er, nee, ich habe hier eines gefunden, hier vorne. Sagt er, ja, das ist aber zu nahe an einem anderen Spieler, such dir doch mal was anderes. Und wenn dann irgendwo eine gemeinsame Lösung gefunden wurde, sagt er einfach, okay, passt. Kannst du hier, natürlich niederlassen und der König hat natürlich auch noch ein Überrecht, da steht ja über den Fürsten. Zum Beispiel gibt es in Gondor mehrere Fürstentümer, aber nur einen König. Und dieser König hat natürlich auch noch Mitspracherecht, ob der jetzt sagen kann, hey, scheiß auf den Fürsten hier, ich erlaube es dir, oder ob der einfach nur stellvertretend für den Fürsten in seinem Ding sprechen darf. Ich weiß nicht, das werden wir da alles noch sehen, da werden wir auch sicherlich drauf kommen, wie das Ganze dann am besten funktioniert. Und hier noch etwas Wichtiges. Wenn es Fürst ist, einem Spieler erlaubt, sich niederzulassen, dann muss der Fürst einen Admin oder eine Nachricht mit dem Namen des Fürsten, des neuen Spielers und den ungefähren Koordinaten des neuen Gebäudes und der betreffenden Fraktion und Fürstentum zukommen lassen. So, klingt kompliziert, aber zum Beispiel Spieler A erlaubt es Spieler B bei den Koordinaten XYZ in Ossilien, Gondor, einen Wachturm zu bauen. Das liegt einfach daran, ich weiß ja nicht unbedingt immer auswendig, wer wo was baut, wer unter wessen Fürstendings steht, wer wo wen gefragt hat, einfach damit ich hier sozusagen eine Liste habe, wo ich sage, aha, hier hat einer angefangen zu bauen vor einer Woche, keine Ahnung, schaue ich mal rein, ob das alles passt, ob da die Regeln ein bisschen eingehalten wurden und so weiter, damit ich dann nicht einfach auf der Welt rumirren muss und die Leute auch suchen muss, sondern damit ich einfach sozusagen eine Liste habe, wo das alles ein bisschen festgehalten wird. Das wird sicherlich noch irgendwie bald, hoffentlich vielleicht, wenn es je nachdem wie viel da der Andrang ist, dann vielleicht auch irgendwie mit einer Liste, die online eingesehen werden kann und so weiter, dass da eben, dass die Fürsten das einsehen können, die dann direkt sagen können, ah, Isilien, da sind schon drei Leute, muss ich nur mal kurz schauen, wo die genau sind und so weiter, oder, keine Ahnung, sowas in der Richtung. So hätte ich mir das jedenfalls vorgestellt. So, jetzt haben wir eigentlich noch nicht viel geschafft, ich wollte eigentlich noch die Mauer hier hochziehen, und man, da müssen wir so viel quatschen nebenbei.
und sich auch ein bisschen konzentrieren. Deshalb ist das Gameplay hier heute leider, glaube ich, gar nicht so witzig. Gut, das ist es ansonsten ehrlich gesagt auch nie. Aber so, ich denke mir, das ist eigentlich eine ganz ausgereifte Idee, sage ich jetzt schon mal. Natürlich könnt ihr jetzt sagen, hey, finde ich gut, aber macht das doch, dass die Gesinnung nicht auf 500 sein muss, sondern von mir aus auch auf 1000, einfach damit das wirklich Leute sind, die sich auch für diese Fraktion entscheiden oder je nachdem, wie groß dann auch der Andrang ist, um Fürst zu werden, das sehen wir dann ja alles. Natürlich möchte das natürlich jeder werden, das ist natürlich klar. Sehen wir dann ja. Je nachdem, wie viele Leute auch auf dem Server sind, ich glaube, zu Beginn werden das sowieso nicht so viele sein, da werden wir vielleicht 20 Leute haben, da hat jeder locker die Möglichkeit, da irgendwie Fürst oder König zu werden, wenn er unbedingt möchte, auch vor allem, wenn er in Gebieten ist, wo er nur alleine ist. Was aber nicht bedeutet, dass er automatisch Fürst wird, nur weil er der Erste ist, der das siedelt, er muss dann schon eben die entsprechenden Kriterien erfüllen, um als solcher dann auch anerkannt zu werden. So, aber jetzt würde ich erstmal sagen, das war's für diese Aufnahme. Hat mich sehr gefreut. Wir haben ziemlich viel gequatscht hier über Fürsten und so weiter. Ich hoffe, ihr habt das halbwegs verstanden, wie ich mir das Ganze dann auch vorstelle. Das ist jetzt, wie gesagt, nur ein, sag ich mal, ein Alpha-Test, sag ich mal, so, wo wir einfach gemeinsam drüber ein bisschen diskutieren, wo wir vielleicht noch Stellen ausmerzen, ein bisschen Dinge verbessern, anders regeln, weitere Ränge einführen. Wir können da wirklich über alles quatschen, das ist ja noch nicht final, das ist wirklich, sag ich mal, nur eine grobe Skizze des Ganzen, wie ich das gerne umsetzen möchte. Und weil das natürlich nicht nur ein Server für mich ist, sondern vor allem auch für euch, für uns gemeinsam, müsst ihr natürlich auch mit den Regeln hier einverstanden sein. Wenn ihr sagt, ich hätte eigentlich eine super Idee, die jetzt aber gar nicht vorgekommen ist, einfach nochmal in die Kommentare schreiben und so weiter. Und dann werden wir da wahrscheinlich sicher drüber diskutieren können. Wie gesagt, es ist nicht nur ein Server für mich allein, sondern auch für euch. Und genauso ist es nicht nur ein Server für einen von euch allein, sondern für uns alle gemeinsam. Das heißt, wenn gerade du jetzt sagst, ja, aber ich möchte unbedingt der König von was weiß ich was sein, dann muss ich halt sagen, ja, aber du musst halt die entsprechenden Kriterien auch erfüllen. Das wäre ansonsten einfach unfair, muss man ehrlich sagen. Es soll ja auch fair bleiben in diesem Maße. So, ich höre jetzt aber auf zu quatschen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, aber ich glaube, wir werden noch ein bisschen über die Könige und so weiter diskutieren und sehen uns dann bald schon wieder. Und macht's gut, bis dahin, meine lieben Freunde, und tschüss.